Heute geht es in meinem Buch Was, wenn alles möglich wäre, wie Magie dein Leben bereichern kann von T. Noyes um die Magie der Gedanken. Das ist Kapitel Nummer 5 in meinem Buch und es dreht sich um die Gedanken. 60.000 Gedanken denken Sie in etwa am Tag, die meisten davon allerdings unbewusst. Und viele Menschen denken immer wieder Tag ein, Tag aus die gleichen Gedanken und wundern sich, warum sich dann nichts ändert. In meinen Shows sind Menschen immer davon fasziniert, wenn ich ihre Gedanken lese, Telepathie. Denn Gedanken haben doch etwas Geheimes und manche Leute haben vielleicht manchmal ein schlechtes Gewissen wegen ihrer Gedanken. Doch Tatsache ist, es beginnt mit ihren Gedanken. Was immer sie sich wünschen, sie müssen erst den Gedanken in ihrem Kopf haben und dann können sie diesen Gedanken in die Welt tragen. Er kann sich manifestieren und Wirklichkeit werden. So sind sie eigentlich auch Magier, denn jeden Tag bringen sie Dinge aus der unsichtbaren Welt in unsere sichtbare Welt. Und wo immer ihre Aufmerksamkeit und ihre Energie ist, davon werden sie mehr bekommen und das wird in ihrem Leben Wirklichkeit. Mehr dazu in Kapitel 5.